und herzlich willkommen zu MDR Sport Extra am Samstagnachmittag hier auf dem Sportfeld auf dem Göldner in Sondershausen. In den nächsten knapp 60 Minuten wollen wir Sie mit Fußball-Leckerbissen verwöhnen, denn es stehen sich zwei Traditionsmannschaften aus Deutschland und England gegenüber, die gespickt sind mit Fußballstars aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Und dieses Spiel hat einen besonderen Grund, denn es dient der Mexiko-Hilfe des Deutschen Fußballbundes. Bevor wir jedoch auf dieses Thema zu sprechen kommen, wollen wir erst einmal den Gastgeber vorstellen, die Stadt Sondershausen. Christian Müller hat sich für uns umgesehen. Die Hauptstadt des geschichtsträchtigen Kyffhäuserkreises zählte bei der letzten Erhebung etwa 22.000 Einwohner. Weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt ist ein Schloss, das teilweise schon 600 Jahre auf dem Buckel hat. Es beherbergt zwei Museen und diesen herrlichen blauen Saal, in dem auch der berühmte Klangkörper der Stadt, das Loh-Orchester, des Öfteren Konzerte gibt. Ansonsten sind die Sondershäuser stolz auf ihren historischen Stadtkern mit vielen denkmalgeschützten Gebäuden und auf den Possen, ein beliebtes Naherholungsgebiet. Kulturell hat die Stadt also einiges zu bieten. Wie sieht es denn im sportlichen Bereich aus? Ja, Sondershausen hat insgesamt nahezu 30 Sportvereine, die sich auf vielfältige Art und Weise betätigen. 4 Ehrenamt, wie das überall der Fall ist. 3000 Sportler insgesamt wollen ordentlich betreut werden. Und die berühmteste Sportlerin der Stadt ist sogar weltweit bekannt, Eisschnelllaufkönigin Gunda Niemann. Vor gut 20 Jahren startete sie hier ihre Karriere und trotz aller Erfolge ist Gunda immer Sondershäuserin geblieben. Zurück zum aktuellen Sport, da gibt es noch Billard, Handball, Leichtathletik. Große Rolle spielt wie überall der Fußball. Und wir denken und hoffen und wünschen, dass das Fußballfest auf dem Göldner am Wochenende ein voller Erfolg wird. Etwa 250 Leute, darunter viele Kinder und Jugendliche, jagen hier oben auf dem Göldner für den BSV Eintracht Sondershausen dem runden Leder nach. Früher kickte die erste Mannschaft in der DDR, heute in der Landesliga. Fußballerische Höhepunkte sind daher eher selten. 1992 weilte dann Dieter Bordinski das erste Mal hier auf dem Göldner mit einer Traditionself des SV Werder Bremen. Und an dieses Fußballfest hat sich der Dieter Bordinski recht gut erinnert und hat gesagt, die Eintracht in Sondershausen ist in der Lage, auch mal eine größere Sache zu gestalten. Die Anlage stimmt, das Umfeld stimmt und sicherlich geben wir uns alle Mühe, den Dieter Bordinski nicht zu enttäuschen. Und der Veranstalter ist bemüht, die Zuschauer des 5. Sondershäuser Fußballfestes nicht zu enttäuschen. Deshalb haben DFB-Präsident Braun die Schirmherrschaft und Dieter Bordinski die Verpflichtung namhafter Spieler übernommen. Topstar der deutschen Elf ist natürlich Rudi Nationale Völler, der gemeinsam mit Johnny Otten auf Torjagd gehen wird. Dazu gesellen sich alte Haudegen wie Rainer Bonhoff, Wolfram Wuttke, Frank Ordenewitz oder Felix Magath. Auf der Seite der Engländer gibt es ein Wiedersehen mit Gary Armstrong, Peter Barnes, Tony Woodcock oder Peter Shilton. Bei diesem tollen Aufgebot dürften heute Nachmittag eigentlich kaum noch Plätze auf der schmucken Tribüne am Göldner frei sein. Ja, und die sind in der Tat nicht frei, natürlich auch wegen meinem Gesprächspartner. Ich begrüße ganz herzlich Rudi Völler, Weltmeister von 1990, 90 Länderspiele und auch hier Publikumsliebling. Als Sie angekommen sind, tönte es nur Rudi, Rudi. Ja, ich bin zwar fast ein bisschen zu spät gekommen, es war sehr viel Verkehr auf der Autobahn, aber es ist natürlich herrlich, wenn man selbst nach über einem Jahr noch immer noch so beliebt ist, wenn man heute auf den Sportplatz kommt und die Leute rufen meinen Namen, ist sehr schön. Dieses Spiel hat einen besonderen Grund. Es geht um die Mexiko-Hilfe des Deutschen Fußballbundes. Und bevor wir beide weitersprechen, wollen wir den Zuschauern einmal zeigen, worum es genau geht. Mexikanische Kinderaugen. Sie schauen dem Ball nach. Der ist zwar noch ziemlich klein, aber die Liebe zum Fußball ist schon ziemlich groß. Sie haben keine Eltern, aber große Vorbilder. Mit Eifer imitieren die Kinder. Keines ist älter als 6 Jahre. Die bekanntesten Spieler Mexikos und Deutschlands, vor allem dem mexikanischen Torhüter Jorge Campos, Lothar Matthäus und natürlich Rudi Völler. Selbst die Fans rufen Rudi, Rudi. Bei der Weltmeisterschaft 1986 begann hier eine außergewöhnliche Erfolgsstory. Querétaro war der Austragungsort der Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft und ihr Quartier. Hier entstand die Mexiko-Hilfe des DFB und hier wirkt sie auch. Im Weißen Haus, Casa de Cuna, Haus der Wiege. Straßenmusikanten klingeln hier und bitten um eine kleine Spende oder ein Glas Wasser. 3 bis 4 Mal im Jahr klingelt es hier auch nachts und es liegt ein Neugeborenes alleingelassen vor der Tür. Dieses Heim besteht schon seit mehr als 50 Jahren, geleitet von Nonnen des Ordens Heiliges Herz Jesu.
80 Vollweißen leben hier. Doch der Aufschwung begann vor 10 Jahren, als deutsche Fußballer erstmals einen Besuch abstatteten. Rudi Völler kam spontan mit 5000 Mark und Egidius Braun, der damalige Delegationschef, mit offenem Herzen. Von Anfang an dabei Georg Bauer und seine Frau, heute die guten Geister des Waisenhauses. Der Rudi Völler mit den blonden Haaren als Fußballer, das ist hier, schlägt alle schwarzhaarigen Fußballer, nicht? Er schlägt jeden Maradona. Da war der Rudi Völler das liebe Kind der Mexikaner. Und jetzt nach 10 Jahren hat der Rudi Völler auf Einladung, muss man sagen, auch von den Mexikanern, ein Abschiedsfußballspiel bekommen. Und aus diesem Abschiedsfußballspiel sind auch wieder Spenden zur Verfügung. 70.000 Mark kamen da zusammen. Georg Bauer und seine Frau Margot sorgen dafür, dass die Spenden sinnvoll ausgegeben werden. Jede Woche kauft sie beispielsweise Obst und Gemüse ein und bringt es ins Heim. Nach mexikanischem Recht dürfen keine Geldspenden direkt an das Heim gehen. Der DFB sammelt die Spendengelder und schickt zweimal im Jahr einen Scheck über die 50.000 Mark über die deutsche Botschaft nach Querétaro. Ja, ich glaube, Rudi Völler, man muss es nochmal betonen, das ist ein einzigartiges Projekt, schon über Jahre, über Jahrzehnte muss man fast sagen. Und es wird immer auch Ihr Name genannt. Wie stehen Sie heute noch in Kontakt? Ja, in sehr großen Kontakt. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Mexiko zusammen mit dem Egidius Braun, der ja eigentlich der Gründer und der Initiator dieser Mexiko-Hilfe ist. Und wir haben uns das alles nochmal angeschaut. Wir konnten feststellen, dass in den letzten 10 Jahren durch Hilfe des Fallen des DFBs und auch durch ein bisschen Hilfe meines Abschiedsspiels sehr viele Dinge gemacht wurden. Also es ist jetzt schon mittlerweile ein Waisenhaus, fast nach deutschen Verhältnissen. Man müsste ja auch fast vermuten können, dass einige Kinder, die damals 86 noch sehr klein waren, heute schon vielleicht auch selbst Fußballer sind. Ist der Kontakt da auch über diese Zeit hinweg bestanden? Ja, wir wissen, dass, was aus den Kindern geworden ist. Die sind teilweise, wir haben das ja weiter verfolgt, die studieren teilweise heute in Mexiko und haben da unwahrscheinlich gute Fortschritte gemacht. Sind viele Mädels dabei, die mittlerweile ihren Weg machen im Berufsleben, also schon schön zu sehen. Mit Rudi Völler verbindet Mexiko aber auch eine sportliche Geschichte. Wir sind gerade im Jahr 86 und da haben wir was vorbereitet. Das Tor im Endspiel gegen Argentinien, das wollen wir uns schnell mal anschauen. Ja, es war 2-2, kurz vor Schluss. Und da haben wir eigentlich fest dran geglaubt, dass wir den Titel noch holen können. Aber dann wurden wir kurz vor Schluss noch kalt erwischt von Burruchaga. Aber es war letztendlich in Ordnung. Die Argentinier waren über die ganze WM gesehen die bessere Mannschaft. Es war da der Vize-Weltmeistertitel. 1990 kam dann Ihr Titel dazu, die Weltmeisterschaft. Und 2 Jahre später sind wir wieder bei Mexiko. Wollten Sie offiziell, muss man jetzt im Nachhinein sagen, Abschied nehmen von der Nationalmannschaft. Und es wurde auch ein Ereignis, denn es war das erste Länderspiel, was in den neuen Bundesländern ausgetragen wurde, damals im Oktober in Dresden. Wie kam es dazu? Das kam eigentlich dazu, dass der Berti Vogt und der Egidius Braun mir das angeboten haben, mich offiziell zu verabschieden von der Nationalmannschaft. Und die Idee kam von, vor allem von Egidius Braun, das in Dresden zu machen. Ich fand es super, ich fand es toll. Ich bin vorher schon einige Mal in Dresden gewesen. Es war nach dem Wiener Länderspiel da zu haben. Vor allem, wenn es mein letztes Spiel sein sollte, fand ich eine sehr gute Idee. Es war eine tolle Stimmung. Ich fand es gut, dass es nicht das letzte war, aber auch da wollen wir schnell mal reinschauen, denn auch da haben Sie ein herrliches Tor erzielt. Ja, Stefan Effenberg spielt mit dem Ball an. Die Mexikaner haben versucht, das Abseits zu spielen und mit letzter Kraft habe ich nur noch über den letzten Mann gehoben. Ja. Ja, Gott sei Dank war der Mexikaner zu klein, der konnte nicht mal mit der Hand bekommen. Ja, dann war es 1996 aber doch soweit. Sie haben Abschied genommen, ja. Damals in Leverkusen. Und damals hatten Sie sehr viele Freunde, muss man wohl sagen, eingeladen, mit Ihnen gegen die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und man muss auch sagen, als Fußballer leider bis heute wirklich das letzte Spiel gewesen. Nee, es war auch höchste Zeit. Also ich habe alles aus meinem Körper rausgeholt. Das ging einfach nicht mehr. Schon die letzte Saison bei Leverkusen hat sehr viel Kraft gelassen. Das ging eigentlich auch nicht mehr so. Ich konnte kaum noch trainieren oder nur noch wenig trainieren. Und unsere Mannschaft, meine Mannschaft, hat da gezeigt jetzt, dass in Leverkusen auch ohne Rudi Völler super Fußball gespielt werden kann. Auch da wollen wir reingucken, auch dort waren sie wieder Torschütze. Ja, aber das war das Tor bei meinem Abschiedsspiel in Leverkusen.
Kopfballtor. Rüdiger Vollbein hat ein bisschen mitgeholfen, dass er reingegangen ist, also war ganz in Ordnung. Einen Moment. So, jetzt wollen wir natürlich auch Fußball sehen. Der Rudi Völler wird schon gerufen, Anstoß, und wir wünschen viel Glück, vielleicht auch ein Tor von Ihnen. Dankeschön. So, das war Rudi Völler und wir hoffen natürlich, dass es wirklich Fußball-Leckerbissen gibt. Ich gebe ab zu Ihrem Kommentator, Bodo Bück. Dann auch ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, von dieser Stelle aus. Wie heißt es so schön? Oldies und Nostalgiewellen feiern Hochkonjunktur. Und die Namen, die wir hier eingeblendet sehen, die haben wirklich alle einen guten Klang. Die englische Nationalmannschaft, also mit Peter Shilton, Gary Armstrong, Reeve Anderson, Russell Osman, früher Ipswich Town, Arthur Albiston, schottischer Nationalspieler vergangener Zeiten, Tony Morley, Luther Blithett, Ray Wilkins, der große Mittelfeldregisseur, Phil Neal, jener tolle Außenverteidiger vom FC, Liverpool, Tony Woodcock, natürlich vor allen Dingen in Köln bestens bekannt, und McCreary, David McCreary von Manchester United. Und hier die deutsche Auswahl mit Dieter Burdenski, dem Organisator dieses Spiels, Dieter Schlindwein, St. Pauli, Michael Schulz, Norbert Nachtwey, Johnny Otten, Günther Herrmann. Sie sehen also schon sehr, sehr viele Spieler von Werder Bremen mit dabei. Wolfram Wuttke, der seine große Karriere bei Schalke 04 begann. Martin Iffert, für ihn ein ganz besonderes Spiel, denn er kommt von der BSV Eintracht Sondershausen. Der Kapitän der Mannschaft, Rudi Völler, Benno Mühlmann und Frank Gordenewitz. Und betreut wird dieses Team von Reinhard Hefner. Und das, meine Damen und Herren, wollen wir sehen. Michael Schulz hier mit einem technischen Kabinettsstückchen. Als 30-Jähriger schaffte er den Sprung in die DFB-Nationalmannschaft und kam dann noch zu einem Länderspiel. Also, die Engländer ganz in Rot, hier mit dem Regisseur, mit Ray Wilkins, mit der Nummer 8 von Manchester United. Günther Herrmann, der Weltmeister ohne Spiel von Werder Bremen. Und da haben wir Martin Iffert von Eintracht Sondershausen. Rudi Völler. Mit großen Ovationen wurde er hier willkommen geheißen. Und vor allen Dingen mit Phil Neal, dem Verteidiger des FC Liverpool, lieferte er sich in den ersten Minuten eine spannende Auseinandersetzung. Gary Armstrong hatten wir dort kurz im Bild vom FC Watford, nordirischer Nationalspieler. Und das ist Phil Neal, der Mann, der praktisch ohne Nerven spielte, der serienweise die Tore für den FC Liverpool vom Elfmeterpunkt versenkte. Hier haben wir Armstrong vom Elton John Club FC Watford. Manches, Sie sehen das schon, geht ein wenig gemächlicher zu, aber das war natürlich ein toller Pass von Ray Wilkins auf Tony Woodcock. Mit der Fußspitze zirkelte er den Ball zu diesem Mann, der lange, lange Zeit beim 1. FC Köln spielte und der damals 4000 Leute zum ersten Training anlockte. Ray Wilkins, damals der große Mittelfeldregisseur, auch beim AC Mailand. Und das wird auch hier deutlich, dass er kaum etwas von seinen strategischen Fähigkeiten verlernt hat. Rainer Bonhoff und Felix Magath, wie im Vorbericht gesehen, leider nicht dabei. Dieter Burdenski meinte, mit solchen Absagen muss man immer rechnen. Mit der 10 Benno Mühlmann, Werder Bremen, HSV. Und wieder Iffert. Iffert spielte übrigens mit Nachtwey mal zusammen 1975 beim UEFA-Turnier in der Schweiz und hat dann zig Oberligaspiele für den FC Rot-Weiß Erfurt bestritten. Für ihn noch einmal ein Höhepunkt in seiner Nachkarriere, hier dieses Spiel für die deutsche Oldie-Fußball-Nationalmannschaft. Irgendwann, meine Damen und Herren, stellt sich ja immer wieder die Frage, wie sieht es mit der Kondition der Herrschaften aus? Wir wissen, das Leben fordert Tribute. Vielen schmeckt das Bier besser als noch zu aktiven Zeit. Die Essensportionen werden auch üppiger. Und hier haben wir noch einmal diesen herrlichen Pass von Wilkins auf Tony Woodcock. Aber da war dann auch Dieter Schlindwein zur Stelle. Benno Mühlmann machte auch sehr viel Betrieb in dieser ersten Halbzeit. Der Mann, der ja auch als Coach beim FC Hansa Rostock wieder im Gespräch war, aber dann hat man sich für Ewald Lien entschieden. Günter Herrmann wechselte mal die Seite und eine schöne Flanke auf den Kopf von Ordenewitz.
Otze ist sicherlich hoch aufgeschossen, aber da kam er dann doch nicht mehr heran. Er war der Flankengeber, Günther Herrmann, der Mann von Werder Bremen. Und Ordenewitz. Und wieder der Publikumsliebling Rudi Völler. Früher hieß es für die deutsche Fußballnationalmannschaft Uwe Uwe und dann zur aktiven Zeit Völlers Rudi Rudi. Nachtweih. Und Schulz. Und da haben wir dann auch einen ganz Prominenten gesehen mit der Nummer 3, Reece Anderson, jener Mann, der als erster Dunkelhäutiger für England ein Länderspiel bestreiten durfte. Er sicherlich mit Peter Shilton von Derby County, einer der prominentesten der englischen Mannschaft. Hier rettet er vor Schulz. Hi Weave, Sie sind ja dadurch bekannt geworden, dass Sie als erster Schwarzer überhaupt für England gespielt haben. Denken Sie eigentlich noch viel daran? Es gibt viele schwarze Spieler in England und in der ganzen Welt. Ich bin schon ein bisschen stolz darauf, überhaupt der Erste gewesen zu sein. Sie sind also zufrieden mit der Entwicklung der letzten Jahre? Ja, sogar. Es gibt viele von mir und ich hoffe, dass es in diesem Sinne so weitergeht. Früher hat man sie die Spinne genannt und jetzt? Ach ja, die Dinge haben sich geändert. Jetzt nennen sie mich nur noch Ameise. Aber im Ernst, mir macht Fußball Spaß und es ist ein schöner Tag und allen soll dieses Spiel gefallen. Das also Reece Anderson, der früher bei Arsenal London spielte. Und hier ein Schuss von Ordenewitz. Ordenewitz bildet die Sturmzange zusammen mit Rudi Völler. Aber Sie haben auch gesehen, wie schnell Peter Shilton hier abgetaucht ist. Kam dann zwar nicht mehr an den Ball heran, der 125-fache englische Nationalspieler, aber schnell genug unten war der 40-Jährige noch. Vorarbeit übrigens von diesem Mann hier, von Norbert Nachtweih. Damit fiel er bei der Frankfurter Eintracht auf und auch beim FC Bayern München mit diesen zentimetergenauen Pässen. Und er war der Nutznießer, Ordenewitz. Reinhard Häfner, der das Coaching übernommen hat. Und er kam erst kurz vor dem Spielbeginn, Rudi Völler. Iffert, Völler und Phil Neal. Tante Käthe, grauer Wolf, so hat man ihn genannt. Warum grauer Wolf, ist, glaube ich, in dieser Großeinstellung deutlich geworden. Ja, da stand der Schiedsrichter ein wenig im Weg, Martin Handke. Aus Schlotheim, 20 Kilometer von hier entfernt, ein Mann mit Regionalliga-Erfahrung. Völler. Herrlich sein Auge, toll dieser Blick. Aber Abseitsposition. Abseitsposition von Ordenewitz. Aber da haben wir noch einmal gesehen, diesen herrlichen Pass, diesen Blick für die Situation. Zum freien Ordenewitz. An den Flügeln, da schienen die Engländer ein wenig Probleme zu haben. Aber dann dieses Dribbling von Morley und Foulspiel. Gar keine Frage, Foul von Dieter Schlindweit vom FC St. Pauli. Da gab es auch überhaupt keine Diskussion. Also, Strafstoß. Noch einmal. Wird getunnelt. Und dann Tony Morley von Aston Villa. Selbst ging er hinein in diesen Strafstoß und brachte die Engländer mit 1:0 in Führung. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn es zum Elfmeter kommt, dann schießt Phil Neal vom FC Liverpool diese Dinge, weil er in Europapokal-Endspielen auch auf den Punkt ging und dann diese Bälle versenkte. Aber der gefaulte Spieler Tony Morley schoss hier das 1:0 für die Engländer. Mit der 7, Luther Blittet, auch ein ganz interessanter Mann vom FC Watford, spielte auch in Italien beim AC Mailand und versucht sich heute als Fernsehkommentator. Tony Morley mit der 6, der auffälligste Spieler der Engländer in dieser ersten Halbzeit. War
war mit Aston Villa Europapokalgewinner. Damals noch zusammen mit Gary Shaw in einer Mannschaft. Gary Shaw, der ist hier auch anwesend, aber derzeit nicht auf dem Feld. Ordenewitz. Völler. Herrlich herausgespielt, aber Abseitsposition. Dieser Treffer von Ordenewitz zählt also nicht. Flanke kam von Hermann, der also die Seiten wechselte. Und dann liefen Ordenewitz und Völler beide gleichzeitig in die Abseitsfalle hinein, sodass dieses Tor von Martin Handke nicht gegeben werden konnte. Bleibt also beim 1:0 für die Engländer nach dem Treffer von Tony Morley von Aston Villa. Gute Vorarbeit von Rudi Völler, der dann sofort wieder in die richtige Position lief. Aber klare Sache, Abseitsposition. Und Peter Shilton, der 1970 sein erstes Länderspiel bestritt, damals übrigens noch gegen die DDR-Auswahl. Der kam zwar nicht an den Ball, aber hat dann hier auch noch einmal Glück. Wieder Völler. Also Rudi Völler machte sehr, sehr viel Betrieb in dieser ersten Halbzeit. Zusammen mit Frank Ordenewitz. Peter Shilton im Tor, eine Legende der englischen Nationalmannschaft, trat die Nachfolge an der legendären Gordon Banks und Ray Clemens. Stand lange Zeit im Schatten dieser beiden. Sonst hätte er womöglich noch mehr Länderspiele, noch mehr Kappen aufweisen können als diese 125. Mit der 14 Gary Shaw. Rakete haben sie in England zu ihm gesagt. Weil er einen ganz steilen Aufstieg hatte, aber dann auch einen sehr steilen Fall einkalkulieren musste. Hat nie die großen Hoffnungen erfüllt, die man in England auf ihn gesetzt hat. Wuttke wurde hier gefoult und seine Reaktion ist dementsprechend wie zu alten Zeiten. Hier noch einmal eines der wenigen Fouls in diesem Spiel. Freistöße so selten wie Preissenkungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann noch einmal eine schöne Szene, Großchance für Rudi Völler. Aber mit solch einer Reaktion, mit solch einem Reflex hat Peter Shilton auch jetzt noch bewiesen, warum er so lange die Nummer 1 im englischen Tor war. Aber ein toller Einsatz von Möhlmann, von Ordenewitz hier, Benno Möhlmann. Dann Otze, der Kämpfer und Rudi Völler, den muss er eigentlich nur noch reinmachen. So bleibt es beim 1:0 für die englische Mannschaft nach der ersten Halbzeit. Franka Dennewitz, konnichiwa, sayonara. Ja, sayonara heißt auf Wiedersehen, also ich bleib noch ein bisschen. Ja, das mit Rudi Völler klappt ja ganz gut. Ja, fast so wie früher, jetzt muss nur noch mal einer reingehen, ne? Ja, ist ein bisschen schwieriger als in der J-League heute. Ja, ein bisschen schwieriger, wir sind doch konditionell besser und technisch besser ausgefeilt, also ist schon schwierig heute. Aber abseits hat es da drüben auch gegeben. Ja, ich weiß nicht, er hatte gegen die Sonne geguckt, der Linienrichter, also das muss man ihm nachsehen. Fühlen Sie sich wohl, wieder hier zu sein? Man hört ja wenig von Ihnen. Ja, ich war ja, glaube ich, nie so ein lauter Typ. Und ja, was mache ich? Ich bin jetzt in Bremen wieder und spiele noch so ein bisschen zum Spaß Fußball. Ja.
Sie muss uns natürlich verraten, gibt es auf dem Japanischen auch ein paar Begriffe, so blinder oder so? Was heißt blinder? Ja, nee, blinder, das weiß ich. Also so eine Wörter habe ich nicht gelernt. Oder Bratwurst? Ja, der Bratwurst, ja. Nee, weiß ich nicht. Also das ist, so diese Wörter gibt es speziell im Japanischen. Ja. Aber den Peter Shilton hätten Sie schon gerne einen reingelegt, ne? Ja, kommt vielleicht noch. Alles klar, danke Frank. Martin Effert, da mussten Sie erst graue Haare kriegen, um mal in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen, aber heute in Sondershausen hat es endlich geklappt. Freuen Sie sich darüber? Ja, sicherlich freue ich mich. Ich war regelrecht überrascht, als damals vor 4 Wochen der Michael Weiße mich angesprochen hatte, ob ich an diesem Termin heute zu diesem Länderspiel bereit bin. Natürlich habe ich gleich ja gesagt und ist praktisch mit 40 Jahren mein erstes Länderspiel, obwohl ich bereits zu DDR-Zeiten mit 21 Juniorenländerspielen und 4 Nachwuchsländerspielen auch schon einiges zu bieten habe auf dem Sektor. Ne? Klappt denn die Zusammenarbeit schon mit den neuen Kollegen hier in der ersten Halbzeit? Sind Sie zufrieden? Wir liegen zwar 1-0 hinten, aber chancenmäßig hätten wir mindestens 3-1 führen müssen. Also ich bin zufrieden, also wir werden das Ding noch biegen. Meine Meinung, ja. Was sagen Sie zur Kulisse hier in Sondershausen? Ja, ich habe ja das schon 5-mal mitgemacht, ja, das ist ja das 5. Fußballfest. Und das ist Normalität jetzt inzwischen auf dem Göldner, ja. Also 3.000-4.000 Zuschauer sind die Regelmäßigkeit, ja. Okay, da wünschen wir in der zweiten Halbzeit noch viel Spaß. Danke. Sind Sie zufrieden mit der Leistung Ihrer Mannschaft? Hinten wird er ganz schön gebolzt, 11 Meter, was ist denn da los? Ja, in der Defensive hatten wir einige Schwächen, aber ich glaube, die größeren Chancen waren auf unserer Seite und mit etwas Glück hätten wir auch führen können. Den Rudi Völler und den Frank Ordenewitz, die würden doch prima nach Sonneberg passen, oder? Das stimmt, aber die können wir leider nicht bezahlen. Welches taktisches Konzept wird denn in der zweiten Halbzeit durchgeführt? Ja, wir wollen versuchen, über die Flügel zu spielen, dort sind die Engländer ein wenig anfällig. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, ob die Kraft bis zur 90. Minute reicht. Alles klar, danke Rainer. So, meine Damen und Herren, dann wollen wir mal schauen. Wir sind jetzt direkt dabei, ob das Flügelspiel der deutschen Mannschaft, von dem Reinhard Häfner gesprochen hat, auch in die Tat umgesetzt werden konnte. Wir können vielleicht die ein oder andere Szene, die sich bislang ereignet hat, jetzt einspielen. Also, wir sehen Rudi Völler zwar nicht über die Flügel kommend, aber mit dem wertvollen 1:1, der Ausgleichstreffer, Vorarbeit von Günther Herrmann. Beide harmonierten auch schon in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut zusammen. Und Völler erzielt also den Ausgleich in diesem Spiel Deutschland gegen England, nachdem Morley die Engländer mit 1:0 in Führung gebracht hat. Dann, wenn wir soweit sind und die Zeit haben, können wir Ihnen noch ein weiteres Schmeckerchen zeigen. Aber diesen Angriff der deutschen Mannschaft warten wir noch erst einmal ab. Und dann würde ich die Regie bitten, ein weiteres Einspiel zu präsentieren. Wolfram Wuttke. Ordenewitz. Und da war Shilton machtlos. Die deutsche Mannschaft ging mit 2:1 in Führung. Inzwischen hat es hier den Ausgleich gegeben. 2:2 der Torschütze Colin Bell. Nicht jener Colin Bell, der mal bei Manchester City spielte. Zusammen mit Francis Lee und mit Summerby ein gefürchtetes Sturmtrio bildete, sondern Colin Bell aus Leicester, von Leicester City. Jener Mann, der sich auch jetzt beim 1. FC Köln um die Nachwuchsarbeit kümmert. Hier haben wir Luther Blizzard vom FC Watford, dem Elton John Club. 1983 war das große Jahr des Luther Blizzard. Absolvierte dort 14 Länderspiele und ging dann zum AC Mailand. Aber dort wurde er nicht so sehr glücklich. Tony Morley, bester Mann auf dem Platz. Von englischer Seite. Und Phil Neal. Mit der 5 war ein schottischer Nationalspieler vergangener Zeiten, Arthur Alveston. Lange, lange Zeit Stamm bei Manchester United. Es gab in den 70er Jahren mal die Phase, da hatte Manchester United mehr schottische, mehr irische und nordirische Nationalspieler als englische. Inzwischen ist Martin Busse ins Spiel gekommen. Der Mann vom FC Rot-Weiß Erfurt. Und schönes Doppelpassspiel zwischen Wuttke und Völler.
Also sie zeigen doch noch eine ganze Menge, diese alten Herrschaften. Da hat Wuttke angekündigt, dass er noch immer ein leichtfüßiger Dribbelkünstler ist. Auch mal einen langen Pass spielen kann und Tor. Herrlich gemacht. Deutsche Mannschaft geht wieder in Führung. Wolfram Wuttke. Das ist ungewöhnlich für ihn, dass er mal einen Ball mit dem Kopf erwischt. Das Kopfballspiel gehörte in seiner aktiven Zeit nicht gerade zu seinen Stärken. Aber bei solchen Oldie-Spielen, da ist halt alles möglich. Selbst ein Kopfballtor von Wolfram Wuttke. So, dann wollen wir mal schauen, ob die Engländer auch noch beißen können, wie in früheren Jahren, kämpfen können. Jetzt sind sie am Zug. 3:2 für das deutsche Team. Wir wollen dann diese Möglichkeiten auch nutzen und mit dem einen oder anderen auch ein Gespräch zu führen. Ich gebe darum ab an meinen Kollegen Guido Niedfeld mit Günther Herrmann. Günther Herrmann, irgendwie ja symbolisch, nicht? Da draußen passiert was, fallen die Tore und wir sitzen hier auf der Bank. Ja, ist richtig, aber ich war ja bei den ersten vier Toren auch dabei und habe mich leider eben kurz vor ein paar Minuten gezerrt im linken Oberschenkel und habe auch ziemlich starke Probleme in der rechten Wade. Deshalb bin ich vorsichtshalber rausgegangen. Sagen wir ehrlich, gezerrt oder schon ein bisschen übersäuert? Der Heinz kann mal runterfahren auf diesen Eisbeutel hier unten. Nein, also das mit dem Oberschenkel, das ist schon leicht gezerrt. Das war bei einem Sprintversuch, wo ich ein Stechen im Oberschenkel verspürt und vorsichtshalber aufgehört habe. Und mit der Wade, da habe ich ja langfristig schon Probleme mit der Faszie. Und das ist hin und wieder mal, komme ich eigentlich ganz gut mit klar. Aber dann gibt es wieder Zeiten beim Spiel, wo ich nur 30 Minuten oder 40 Minuten spielen kann. Sie waren noch oder sind Sie noch Trainer beim Rotenburger SV und nicht? Wollten Sie da nicht den Franco Dennewitz mal zu sich holen? Der Franco Dennewitz hat die letzten 8 Spiele bei uns gespielt und es wird sich nächste Woche entscheiden, ob er bei uns bleibt oder nicht. Okay, danke Günther Herrmann. Ja, das war also der Mann für alle Fälle, so wie es Otto Rehhagel damals formulierte. Der Notnagel, der sich dann aber durchbiss, vor allen Dingen auch, weil er beidfüßig gut schießen konnte. Michael Schulz, der Mann, der ja mal bei Sachsen-Leipzig im Gespräch war, aber da war noch Uwe Reinders der Trainer. Glaube nicht, dass er auf der Einkaufsliste von Trainer Gerd Schädlich steht. Ray Wilkins, mit dem etwas schütteren Haar von Manchester United, der spielte dann beim AC Mailand in Italien und auch bei Paris Saint-Germain. Mit der 14 Gary Shaw, Aston Villa, holte damals den Europapokal der Landesmeister gegen den FC Bayern München. Wuttke. Johnny Otten, ebenfalls ein Mann von Werder Bremen. Und Martin Busse. Auf seinen ehemaligen Erfurter Clubkameraden Martin Iffert. Und mit der 4 auch ein hochinteressanter Mann, Russell Osman von Ipswich Town, auch Europapokalgewinner. 1981 holte er sich den UEFA Cup, bildete damals mit Terry Butcher eine knallharte Innenverteidigung und die Holländer von Alkmaar binden sich daran die Zähne aus im Finale, in den beiden Finalspielen. Wir nutzen wieder die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Benno Mehlmann. Christian Müller, bitte. Ja, Benno, Sie haben gerade gesagt, ist ein spannendes Spiel, 3:2. Schöne Sache für die Zuschauer auch, ne? Ja, in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall sind direkt ein paar Tore gefallen und ich schätze, dass auch in der Endphase des Spiels jetzt noch ein paar Tore fallen werden. Da lässt die Kondition doch immer ein bisschen nach. Aber das ist ja letztlich das auch, was die Zuschauer sehen wollen, Tore. Haben Sie außer dem Sportplatz was von Sondershausen gesehen? Wir sind relativ spät angekommen und ich bin nur halb durch Sondershausen durchgekommen. Am Bushalterbahnhof vorbei, aber ansonsten habe ich bewusst nichts gesehen, nein. Und ein Hinweisschild, glaube ich, zum Schlosspark hier. Okay, danke schön, dass Sie da waren. Zurück zu Bodo.
Rudi Völler hat sich jetzt ein wenig zurückfallen lassen in eine Mittelfeldrolle. Und im Angriff jetzt Martin Busse. Ich will Sie ansonsten nicht mit diesen taktischen Dingen langweilen. War aber so in dieser Szene, meine Damen und Herren. Das Spiel der Engländer macht nach wie vor, wie in alten Zeiten, Ray Wilkins, der 84-fache englische Nationalspieler. Heute Kommentator beim Sender Channel 4 und beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem italienischen Fußball der Serie A. Hat einen ganz, ganz schwierigen Job. Die Jungs sitzen in London und müssen dann immer so tun, als seien sie in Italien vor Ort und erzählen über das gute Wetter in den einzelnen italienischen Städten und über die italienische Lebensweise. Phil Neal. Dann haben wir Colin Bell mit der 13, der blonde Mann. Und Michael Schulz, 1,94 lange Mann, gleich zweimal mit dem Kopf und dann Nachtwein. Mit der 2 vom FC St. Pauli, Dieter Schlindwein. Aber Sie sehen es an diesen Bildern, es geht dann doch schon teilweise jedenfalls, recht gemächlich zu. Aber die Engländer drängen. Mit der 2 Gary Armstrong, nordirischer Nationalspieler. Der hatte seine große Zeit bei der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Die älteren Fußballfreunde werden sich daran erinnern. Da gab es in der Vorrunde die Überraschung, dass Nordirland sich vor Spanien platzieren konnte. Und Gary Armstrong schoss immerhin bei dieser Weltmeisterschaft 3 Tore. Mit der 11 David McCreary, auch schon schütteres Haar bekommen im Laufe der Monate. Er war damals auch Nationalspieler Nordirlands. Norbert Nachtwein. Nachtweispässe, gestochen einer nach dem anderen. Hier gibt es wieder die Diskussion, Abseitsposition oder nicht. Ich denke einmal, bei diesem Tempo fällt es für die Schiedsrichter nicht allzu schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nächstes Interview, Guido Nittfeld, bitte, mit Wolfram Wuttke. Wolfram Wuttke, Sie wissen, was ich Sie fragen werde? Nö. Wann haben Sie zuletzt ein Kopfballtor geköpft? Müsste 17 Jahre her sein. Und hätten Sie gedacht, dass Sie Peter Schild da noch mal so einen reinlegen? Ja gut, wir kennen uns ja beide. Ich habe mein zweites oder drittes Aale in das Spiel gegen England gemacht in Düsseldorf, vorhin da erkennt er mich, weil er da mein erstes Länderspieltor gefallen ist. Aber wenn er Sie kennt, hätte er das Ding haben müssen. Ja, eben, ja, gerade weil er mich kennt, hat er nicht halten können. Ist das noch Kampfgewicht, was wir da sehen, oder ist das schon eine Tafel Schokolade zu viel? Ja, die Firma Schokolade mit Sicherheit nicht. Ich würde sagen, das ist für den Winter ein natürlicher Dämmstoff. Von daher, sicherlich sind einige Kilo zu viel, aber danke. Hier geht es ja nicht um die Rennerei, wie es teilweise in der Bundesliga ist, sondern um Freude, ums Kicken und für die Zuschauer. Den haben Sie gehabt? Ja, bis jetzt ja. Alles klar, danke Wolfram Wuttke. Ja, wie hieß es immer über Wolfram Wuttke? Der Schrecken aller Trainer. Galt auch so ein wenig als ein Star, der seine guten Gaben verschleudert hat. So meinte das jedenfalls einmal das Fußballmagazin. Charakteristikum dieses Mannes waren ja auch seine außergewöhnlichen Füße, seine Fußhaltung. Die sogenannten Pillefüße, aber die brachten ihm schon den ein oder anderen entscheidenden Vorteil, vor allen Dingen beim Spiel mit dem Außenspann. Also schon eine der schillerndsten Figuren der Fußball-Bundesliga vergangener Jahre und natürlich auch der spanischen Liga, denn er verdiente sein Brot dann ja auch einige Zeit bei Espanyol Barcelona. So viel also zu Wolfram Wuttke. Peter Schilten zeigt, die neue Torhüterregel hat er begriffen. Aber da gibt es doch jetzt einige Löcher in der englischen Hintermannschaft. Naja, das ist es. Ansicht, der Ordenewitz macht es selbst, macht es allein. Aber Otze war schon immer ein uneigennütziger Typ.
Er hat sich auch vorher mal beim Trainer erkundigt, was er machen soll und was nicht. Und hier legt er zu Rudi Völler ab, 4:2, also für das deutsche Team. Hier tanzt er noch einmal Peter Schilten aus. Dann auch Anderson, der saß aber überhaupt nicht verbissen. Und Rudi Völler zum 4:2. Also Spider, die Spinne, war schon so schlecht nicht der Spitzname, der dafür Viv Anderson gewählt wurde. Mit seinen langen Beinen wäre er da noch fast herangekommen. Aber so haben sie es gut gemacht, Ordenewitz und Völler. Und wir nutzen die Chance zu einem weiteren Gespräch. Christian Müller, bitte. Ja, Tony Woodcock, das sieht so aus, 4:2, als ob die Sache schon entschieden wäre, oder? Sieht aus wie so, aber ich glaube, wir kriegen noch eine oder andere Chance gleich. Und hoffentlich, vielleicht können wir einen Ausgleich schießen, aber es wird sehr, sehr schwer natürlich. Aber ich würde sagen, beide Seiten haben heute ein schönes Spiel geboten bisher. Ich finde das auch. Es ist sehr schwer, weil es ist sehr, sehr heiß. Und man sieht, dass das Tempo ist etwas schneller jetzt als die erste Halbzeit. Und die Jungs, die müssen wirklich arbeiten. Aber ich glaube, es ist ein gutes Spiel. Wir haben 4 Torschancen gesehen und ich glaube, beide Mannschaften, die möchten gewinnen. Sie sind nicht zum ersten Mal in Thüringen, haben in Erfurt schon mal gespielt mit der Euro-Auswahl, ne? Mhm. Ja, ja, wir machen das ganz gern. Und besonders, wenn das ein schönes Tag ist und viele Zuschauer wie heute, das macht riesen Spaß. Es wird noch besser, wenn wir gewinnen können. Drücken wir die Daumen, dass die Engländer noch ein paar Tore schießen. Danke. Danke. Er wechselte ja damals für eine sogenannte Wahnsinnssumme von 2,5 Millionen Mark aus England zum 1. FC Köln. Und wie erwähnt, zu seinem ersten Training kamen bereits 4.000 Zuschauer. Und da wurde Ordenewitz noch ein wenig behindert von Russell Osman. Aber ist schon ein auffälliger Mann, der Frank Ordenewitz, der auch schon einiges hinter sich hatte, einige Stationen. Zuletzt in der ersten Liga beim HSV aktiv war. Hier diese Aktion von Russell Osman, Ipswich Town. 5:2, das wäre dann wohl die Entscheidung gewesen. Ich glaube nicht, dass die Engländer da noch etwas zum Zusetzen gehabt hätten. So, aber liegt ja auch noch eine gewisse Spannung über diesem Match hier. Also Wolfram Wuttke, wie wir sehen, wieder im Spiel. Das geht ja immer fließend bei solchen Oldie-Partien. Da schmort keiner auf der Bank. Gewechselt wird ständig. Will man ja auch keinen Frust aufkommen lassen, wenn diese Stars der Vergangenheit hier schon die weite Reise nach Sondershausen unternehmen. Martin Iffert. Über 230 Oberligaspiele hat er in den Beinen für den FC Rot-Weiß Erfurt. Ein sehr kreativer Mittelfeldmann der Vergangenheit. Völler zieht sich immer weiter zurück, also nicht mehr die Sturmspitze Nummer 1, sondern doch mehr und mehr im Mittelfeld agierend. Und wieder Tony Morley, der hat aber noch einen guten Antritt. Und dann Schulz und Otten im Duett. Und genau das wollen die Zuschauer sehen. Diese Spielchen mit dem Ball. Ich war vor einiger Zeit beim Oldie-Spiel in Leipzig. Und da habe ich noch Löwe gesehen und Altmann und Bornschein. Und das war unglaublich, was die noch mit der Lederkugel anfangen konnten. Also wenn man dieses Technik-ABC einmal drauf hat, dann verlernt man es nicht so schnell. Und die meisten, die hier spielen, waren ja in der Vergangenheit sehr, sehr gute Techniker. Schulz. Martin Busse lief dort sehr spektakulär in den Strafraum hinein. Und dann sehr, sehr clever Russell Osman von Ipswich Town. Die Engländer wechseln jetzt wieder und Luther Blizzard kommt ins Spiel vom FC Watford. Auch Reinhard Häfner tauscht aus. Norbert Nachtwey bekommt wieder die Möglichkeit, sein Können zu zeigen. Und da werden einige Pässe wieder ankommen. Norbert Nachtwey, UEFA-Pokalgewinner. Und hier Frank Ordenewitz.
die Kräfte bei Ray Wilkins schwinden jetzt. Das macht sich dann auch sofort bemerkbar. Benno Möhlmann. Tony Morley, sechsfache englische Nationalspieler von Aston Villa. Und Gary Shaw. Gary Shaw hatte in seiner Zeit bei Aston Villa dann auch immer wieder Probleme mit der Vereinsführung, pokerte um mehr Geld und das ging nicht so günstig aus für ihn. Aber er ist immerhin Europapokalgewinner, bezwang damals den FC Bayern, Bayern München in jenem Endspiel noch mit Hoeneß, mit Augenthaler, mit Breitner und mit Rummenigge. Also das war schon eine gestandene Mannschaft, die Aston Villa da durch ein Tor von Peter Wood mit 1:0 bezwingen konnte. Hier haben wir den blonden Mann Gary Shaw. Und hier noch einmal diese Aktion von Luther Blizzard. Gary Armstrong. Ja, so leicht lässt sich dieser nordirische Nationalspieler nicht vom Ball trennen. Immerhin 63 Länderspiele hat er für Nordirland bestritten. Der ganz große nordirische Nationalspieler war ja George Best, der es auf 9 Länderspieltore brachte. Aber dann kommen auch schon Spieler wie Gary Armstrong oder David McCreary, die hier auf dem Feld sind. Sie gehörten auch zu den populären nordirischen Nationalspielern. Da ist Schulz gefordert und er löst diese Aufgabe. Rudi Völler jetzt mal wieder in der Spitze. Also Herr Andersen hat da hinten einige Probleme. Und in letzter Sekunde auf der Linie Russell Osman. Und auch Ordenewitz hat heute ein wenig Pech. Gar keine Frage, hat er ein schönes Tor gemacht zum 2:1. Aber hier scheitert er an Russell Osman. Andersen sehr sorglos mit diesem Hackentrick. Jetzt auch Ordenewitz. Ja, war vor der Linie. Also der beste Verteidiger da hinten bei den Engländern, wie auch in den 80er Jahren, Russell Osman von Ipswich Town. Er hat wirklich noch eine Menge drauf. Schöner Angriff jetzt, Ray Wilkins. Blizzard aber Abseitsposition, dann nutzen wir die Chance zu einem weiteren Gespräch. Dieter Bodensky ist bei unseren Reportern. So, jetzt ist Dieter Bodensky denn. Ja, Dieter Bodensky, nach getaner Arbeit, das ist wirklich ein Interview, so richtig live. Sieht doch ganz gut aus im Moment, ne? Das ist richtig. Im ersten habt ihr viele Chancen, habt kein Tor gemacht. Im zweiten noch auch viele Chancen, habt allerdings Tor gemacht. Und das ist entscheidend, dass man hoch gewinnt auch. Da ist gerade wieder ein Tor gefallen. Ich glaube, Bodo Brück sollte im Moment besser übernehmen. Wir hören uns gleich nochmal wieder. Ja, wenn wir die Möglichkeit haben, dann wollen wir uns dieses Tor auch nochmal ganz anschauen. Die Zeitlupe regelrecht genießen, wer das Tor geschossen hat. Wissen Sie, meine Damen und Herren, Rudi Völler nach Vorarbeit von Wolfram Wuttke. Also damit ist dieses Spiel ganz klar entschieden. Peter Shilton sah da nicht so gut aus. Aber was soll's, wenn der Spaß im Vordergrund steht. Und diesen Spaß hatten die Zuschauer hier bei diesem herrlichen Tor von Rudi Völler. Macht der Völler sehr geschickt, bleibt nicht nur in der Spitze, sondern geht auch ins Mittelfeld zurück. Dann aber ist er wieder urplötzlich ganz weit vorne. Und von seiner Schussstärke und Schussgenauigkeit hat er ohnehin nichts verlernt. Ray Wilkins, Manchester United, bemüht sich hinaus zur Eckfahne. Mit 40 Jahren übrigens bekam der noch einen Vertrag in der zweiten schottischen Division. Und hier unterläuft Dieter Bodensky ein Fehler. Natürlich muss ein Torhüter so einen Ball haben. 5:3. Vielleicht beflügelt und mobilisiert es ja noch einmal die Engländer.
Also, Eckball Wilkins. Und dann ist es der nordirische Nationalspieler Gary Armstrong, der sich dort hochschraubt und das 5:3 markiert. Da muss Reinhard Häfner, glaube ich, noch ein wenig arbeiten an der Feinabstimmung in der deutschen Mannschaft, wenn das denn noch möglich ist. Vielleicht aber beim nächsten Spiel. Wir haben wen? Gary Armstrong. Auch Dennewitz, Wuttke. Schilten reklamiert Abseitsposition. Da drücken sie, glaube ich, beide Augen zu. Die Schiedsrichter bei diesem Kopfball. Noch einmal. Und er war doch vor der Linie. Man erahnt es. Hatte erst gedacht, er wäre drin, aber glaube, da hat Schilten seine Erfahrung ausgespielt und den Ball dann noch vor der Linie zu fassen bekommen. Ich hatte erst den Eindruck, der wäre drin. Völler nochmal. Aber Abseitsposition. Ja, meine ich auch, das war strittig. So, nochmal Ray Wilkins. Wer läuft denn da derzeit noch auf dem Feld? Morley vielleicht. Er war in der ersten Halbzeit der beste Mann der Engländer, aber jetzt merkt man auch bei ihm einige Verschleißerscheinungen. Tolle Ballbehandlung nach wie vor bei Rudi Völler. Schlindwein mal vorne. Andersen mit dem Kopf vor Völler. Und Otten. Otten gegen Armstrong. Und Woodcock. Und Woodcock haben wir auch lange nichts mehr gesehen. Aber hier marschiert er durch. Gary Shaw. Mit herrlichem Trick erst einmal vorbei am Deckungsspieler. In diesem Fall Benno Mühlmann. Also vielleicht wäre ja für Morley in seiner aktiven Zeit auch mehr drin gewesen, als nur diese 6 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft. Schlindwein. Wenn der Schlindwein so weit vorne ist, dann fehlt da natürlich hinten jemand. Und so wäre es schon wieder zu einem Überzahlangriff der englischen Mannschaft gekommen. Aber nun ist das Spiel vorbei. Die deutsche Mannschaft hat gewonnen. Und jetzt heißt es, Auftritt für die Autogrammjäger, für einige der Stars, rette sich wer kann. Denn es ist mit Mühe verbunden, erst einmal herauszukommen aus so einem Quirl, aus so einem Knäuel. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie hatten ein wenig Spaß und ein wenig Vergnügen an diesem Oldie-Treffen. Deutschland gegen England. Hier sehen Sie auch oder können es erahnen, wer da der Umzingelte ist. Publikumsliebling Rudi Völler. Also wir haben, glaube ich, das ein oder andere technische Kabinettstückchen gesehen. Dann teilweise auch einige kämpferische Aspekte. Nach dem 1:0, nach der Führung der englischen Mannschaft, gewinnt also die deutsche Oldie-Auswahl dieses traditionsreiche Treffen gegen die Engländer. Wir werden uns sicherlich in Kürze um das ein oder andere Interview bemühen, aber Sie sehen es ja an diesen Bildern, das wird gar nicht so einfach sein. Aber mein Kollege Guido Niedfeld ist bereit. Norbert Nachtwey, das Jahrhunderttalent, so formulierte es Bernd Stange einmal. Wie war es? Haben Sie noch Luft oder wie sieht es aus? Ja, in Anbetracht der Wetterlage ging es eigentlich noch, aber wir haben ja so gute Leute vorne gehabt, da konnten wir uns hinten ein bisschen ausholen, das war okay. Sie hatten die weiteste Anreise heute, ne? Ich bin aus Frankfurt gekommen. Aber Sie haben eigentlich fahren gleich wieder zurück nach Polleben oder wo geht's hin? Nein, Polleben liegt doch näher, das ist doch klar.
Ich bin ja hier in Sangerhausen geboren, das ist ja liegt ja um die Ecke. Nein, ich bin von Frankfurt gekommen. Es ging einigermaßen, 3 Stunden. Und waren Sie mit der Leistung der Engländer einverstanden oder hätten Sie die ein bisschen gern stärker oder war es in Ordnung? Nein, ich meine, die haben doch sehr gut begonnen, die Engländer, haben ein schönes Kombinationsspiel aufgezogen. Wir mussten uns ein bisschen ordnen, haben uns aber dann in der zweiten Halbzeit gesteigert, haben den Zuschauern ein gutes Spiel gezeigt. Ich glaube, von beiden Seiten war es okay. Wir haben schöne Tore gesehen. Insofern war das Spiel okay. Sie machen ja gerade einen Trainerschein in Köln, ne? Noch nicht. Aber Sie wollen es? Ich will auf jeden Fall im Trainergeschäft bleiben. Ich habe ja schon mal Oberliga trainiert, habe jetzt auch noch teilweise gespielt, aber im Trainerjob ist schon mein Ziel. Also Sie wissen ja, da ist noch niemand durchgefallen. Also alles Gute, Norbert Nachwahl, Christian Müller bitte. Okay. Ja, Michael Schulz, so wie Sie heute gespielt haben, hätten Sie auch bei Sachsen-Leipzig noch ein Jahr dranhängen können. So wie heute mit Sicherheit nicht, aber ich denke, dass mit ein bisschen vernünftigen Training noch ein Jahr drin gewesen wäre, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen aufzuhören und dabei bleibe ich dann auch. Das heißt, man wird Sie jetzt des Öfteren in solchen Teams hier antreffen? Das kann durchaus sein. Wenn meine berufliche Zukunft das erlaubt, zeitlich werde ich weiterhin gerne so Spiele machen. Das macht wirklich Spaß, man trifft vor allem viele alte Kollegen wieder, die auch bereits die Schuhe an den Nagel gehängt haben und von daher freue ich mich schon auf dieses Spielchen in nächster Zeit. Das 5:3 heute ging in Ordnung? Ja, ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen was gemacht haben. In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen neben der Kappe, wie man so schön sagt. Da lief gar nichts zusammen. Wir sind im Mittelfeld nicht aggressiv gewesen, in Anführungsstrichen aggressiv, aber haben wir ja gar nichts gemacht. Aber zum Ende hin, denke ich, war es ein ganz schönes Spiel. Dankeschön, Michael Schulz, und ich gebe an Guido Niedfeld ab. Dieter Budenski, 8 Tore haben wir gesehen, aber wer Sie kennt, weiß, dass Sie überhaupt nicht froh darüber sind, so viele Dinger kassiert zu haben, die 3 Stück. Ja gut, dafür ist ein Torwart, dass er wenig Tore reinbekommt, aber ich glaube, der Sinn und Zweck dieses Spiels war eben, sportlichen Fußball zu zeigen, ein Spiel für eine gute Sache und für einen guten Zweck. Und ich glaube, das zusammen war ein wunderschöner Nachmittag gewesen für die Zuschauer. Sie haben ja dieses Buch geschrieben, 18 Jahre lang die Nummer 1. Wie sieht es jetzt aus nach diesen 90 Minuten? Ich denke, wir machen gerne diese Spiele, wir kommen gerne zusammen, weil wir sehr lange zusammen gespielt haben, international sehr viel gespielt haben. Und es ist immer wieder schön zu spielen, untereinander, miteinander zu spielen. Danke für die Fußballfreude, Guido Solles bitte. Okay, tschüss. Ja, neben mir begrüße ich jetzt den Vizepräsidenten des DFB, Engelbert Nelle. Und ich denke, wir haben nicht nur ein wunderschönes Spiel gesehen, wir haben eine insgesamt sehr gute Veranstaltung gesehen. Und ich komme mal direkt zu dem, was die Zuschauer natürlich wissen wollen. Wie viel geht denn zugunsten der Mexiko-Hilfe? Ja, mir ist eben mitgeteilt worden, dass der Reinerlös für unsere Mexiko-Hilfe, für unser Kinderheim, unser Waisenhaus in Mexiko, insgesamt 10.000 Mark ausmacht. Das ist eine ganz großartige Sache. Der Präsident, der ja vor allen Dingen sehr viel selbst für dieses Kinderheim tun, wird sich riesig freuen darüber. Kann man solch eine Veranstaltung vielleicht noch einmal in diesem Jahr in den neuen Bundesländern erleben? Ich würde es gerne sehen, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das, was hier in Sondershausen heute geboten worden ist, ist allerdings einmalig. Ich bin zum ersten Mal hier. Diese Stadt zählt nur 20.000 Einwohner. 5.000 waren davon hier in diesem Stadion. Und dies, was ich höre, bei einer Arbeitslosigkeit von 20%. Ich glaube, für die Menschen ist Fußball und dieses Spiel heute auch ein bisschen Lebensglück, ein bisschen Lebensqualität. Alles in allem eine großartige Veranstaltung. Ich bin tief beeindruckt. Ja, viel kann man dazu nicht mehr sagen. Ich denke, es war wirklich ein schönes Ereignis hier aus Sondershausen. Und damit wollen wir auch zurückgeben nach Dresden. Ja, vielen Dank. Für uns gesehen. Traditionsspiele hat es auf dem Göldner Jahr schon einige gegeben. Zum Beispiel waren die Oldies von Werder Bremen hier oder die Uwe Seeler Elf. Doch noch nie gab es einen Ländervergleich. Stürmisch gefeiert von den Fans wurde Rudi Völler, der ein bisschen später ins Stadion kam als seine Kollegen. Und das waren heute unter anderem Norbert Nachtwey, Wolfram Wuttke, Martin Iffert vom Gastgeber Sondershausen oder Frank Ordenewitz. Bei den Engländern im Aufgebot standen zum Beispiel Tony Woodcock, Phil Neal, Viv Anderson oder Peter Shilton. Die Arena war gut gefüllt und beide Teams boten von der ersten Minute an auch guten Fußball. Hier zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft mit Frank Ordenewitz, den Ex-Profi vom HSV und 1. FC Köln, der den ersten Warnschuss auf das Tor von Peter Shilton abgab.
Bei den Engländern viele Spieler von erfolgreichen Vereinen wie FC Liverpool, Arsenal, London oder Aston Villa dabei. Und dieser Schuss kam von Luther Blissett, der früher dem FC Watford angehörte. Torhüter Dieter Budinski, der Initiator dieses Spiels, hatte jedenfalls reichlich zu tun. Erst recht nach diesem Foul von Dieter Schlindwein, dem Ex-St. Paulianer, an Tony Morley. Und der Mann von Aston Villa verwandelte den fälligen Elfmeter gleich selbst zur 1:0-Führung für das englische Team. Die erste Halbzeit war ein bisschen kürzer als geplant, etwa nur 30 Minuten. Dennoch hatte Deutschland gute Ausgleichschancen, zum Beispiel hier durch Rudi Völler. Er brachte es auf immerhin 90 Länderspiele für Deutschland. Für Martin Iffert war es das erste. Was sagen Sie zur Kulisse hier in Sondershausen? Ja, ich habe ja das schon 5-mal mitgemacht. Ja, das ist ja das 5. Fußballfest. Und das ist Normalität jetzt inzwischen auf dem Göldner. Ja? Also 3.000, 4.000 Zuschauer sind die Regelmäßigkeit. Ja. Und die Zuschauer brauchten ihr Kommen wirklich nicht zu bereuen, denn im zweiten Durchgang fielen Tore wie am Fließband. Erst der Ausgleich durch Völler, später das 2:1 durch Ordenewitz und nach dem Ausgleich der Engländer besorgte Wolfram Wuttke per Kopf die erneute Führung für Deutschland. Nach eigenen Aussagen hatte der Ex-Schalker vor 17 Jahren sein letztes Tor mit dem Kopf gemacht. Der deutsche Angriff kam nun immer besser in Schwung. Frank Ordenewitz und Rudi Völler ergänzten sich vorbildlich und somit konnte der Gastgeber durch zwei weitere Treffer von Tante Käthe, wie Völler einst genannt wurde, auf 5:2 davonziehen. Solch ein Ergebnis und munteres Spielchen machte den Fans natürlich Spaß und so gönnten sie den Engländern auch noch den Anschlusstreffer zum 3:5, den Gary Armstrong besorgte. Und damit ging ein wunderschöner Fußballnachmittag in Sondershausen zu Ende. Ich glaube, für die Menschen ist Fußball und dieses Spiel heute auch ein bisschen Lebensglück, ein bisschen Lebensqualität. Alles in allem eine großartige Veranstaltung.